Guten Abend. Hallo. Herzlich willkommen zur Hitparade im ZDF. Abend. Abend. Ich muss Ihnen sagen, liebe Zuschauer, ich wollte Ihnen an dieser Stelle erzählen, was alles neu ist an der Hitparade. Ich wollte Ihnen erzählen, dass bei uns jetzt auch, nicht nur, wie in einigen Zeitungen zu lesen war, Englisch gesungen werden kann. All das kann ich mir schenken. Ich bedanke mich bei der Kollegin Birgit Schrowange, die das schon alles getan hat und uns viel, viel Zeit geschenkt hat. Wir sind in einem neuen Studio, das heißt ein Studio, das es schon viele, viele Jahre gibt. Hier wurden schon Hans-Albers-Filme gedreht, habe ich mir heute sagen lassen. Aber bei uns ist das Premierenfieber in der 210. Hitparade ausgebrochen. Wir sind sehr gespannt, was da alles passiert und wie das wohl in 45 Minuten zu Ende gehen wird, wie Sie hoffentlich auch. Was mich am meisten freut, wir sind nach wie vor in Berlin, namentlich auch hier im Studio 1 der Union Film. Und Sie merken, ich spreche nach wie vor Deutsch und ich kann Ihnen versichern, es wird auch in Zukunft Deutsch gesungen werden in der Hitparade. Zum Beispiel jetzt Platz 7, Juliane Werding und das Würfelspiel. Juliane Werding und das Würfelspiel. Und jetzt, liebe Zuschauer, haben Sie es sicherlich schon gemerkt, wir stellen die Titel nicht wie bisher in alphabetischer Reihenfolge vor, sondern so, wie sie sich beim Media Control qualifiziert haben, also nach dem Erfolg im vergangenen Monat. Und jetzt kommen wir zu unserem kleinen Tippspiel. Da gab es diesen Schein in den Lottoannahmestellen in Niedersachsen in der vergangenen Woche. Wir haben ein Spiel getestet, unser Hitparaden-Tippspiel. Auf diesem Schein sind aufgeführt gewesen, die 7 Interpreten, die heute in der Sendung dabei sein werden, allerdings in alphabetischer Reihenfolge. Wie beim Pferdelotto haben wir nun die Zuschauer in Niedersachsen aufgerufen, tippt doch mal, wer wird Erster, wer wird Zweiter, bis hin zum 7. Platz. Wie gesagt, das war ein Test
Und wir hoffen, dass wir das irgendwann dann auch bundesweit anbieten können. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, der erste Test ist mehr als erfolgreich verlaufen. Ich muss mich bei den Zuschauern in Niedersachsen wirklich bedanken. Es haben, damit haben wir nie gerechnet, 250.000 Menschen allein in Niedersachsen mitgemacht. Recht herzlichen Dank dafür. Ganz toll. Und wenn Sie jetzt zu Hause in Niedersachsen mit den Scheinen sitzen, dann werden Sie natürlich mitzählen. Den ersten habe ich richtig, den zweiten. Alle sieben müssen auf dem richtigen Platz sein. Wenn Sie Juliane Werding auf Platz 7 hatten, dann sind Sie noch im Rennen, haben noch die Chance, ein Auto zu gewinnen. Und jetzt wollen Sie wissen, wer ist auf Platz 6. Haben Sie auf Platz 6 die Bad Boys Blue, dann sind Sie immer noch dabei. Die Bad Boys Blue, I wanna hear your heartbeat, Platz 6. Aus Jamaika eingeflogen, die Bad Boys Blue. Platz 6. Aber der Titel ist produziert, geschrieben und getextet hier in Deutschland. Was macht er mit der Platte, werden Sie denken? Keine Unterhaltungssendung ohne Schallplatte. Die möchte ich Ihnen ans Herz legen. Die Hits des Jahres, die Sendung, haben Sie wahrscheinlich gesehen. Die gibt es als Musikkassette und als CD und natürlich als ganz normale Schallplatte wie hier. Und mit dabei sind Howard Carpendale, Niki, Karel Gott, Drafi Deutscher, Erste Allgemeine Verunsicherung und auch viele, viele andere Interpreten. Ein Teil des Erlöses, wenn Sie ins Plattengeschäft gehen und sich die Platte kaufen, kommt den SOS-Kinderdörfern zugute. Wir kommen in der neuen Hitparade zu Platz 5. Ihr wirklicher Name ist Cora Katharina Müller. Entdeckt, produziert wurde sie von Dieter Bohlen, wird sie nach wie vor. Und der wird sich gedacht haben, mit der habe ich auch im Ausland Erfolg, da müssen wir einen anderen Namen als Müller finden. Aus Cora Katharina hat er CC gemacht und ihr neuer Nachname ist Catch.
CC Catch, Platz 5, Heaven and Hell. Wir wollen in Zukunft in der Hitparade, liebe Zuschauer, immer mal auch ein bisschen einen Blick auf das werfen, was sich hier in dieser Stadt in Berlin so auf dem Sektor Kultur tut, also Show, Theater, Musik. Das haben wir in der Vergangenheit getan, in Zukunft werden wir das noch häufiger tun und darüber berichten und uns Gäste einladen. Diesmal hatten wir ein wenig die Qual der Wahl, denn es ist eine Menge los in Berlin. Übermorgen beginnen die Filmfestspiele und morgen werden sie verliehen, die goldenen Kameras. Sie haben sicher gelesen, Richard von Weizsäcker, der Bundespräsident, bekommt eine, Diego Maradona bekommt eine, Hardy Krüger, Günter Strack und Marie-Therese Rehlin. Guten Abend. Guten Abend. Oh. Und für die, die das vielleicht nicht wissen, wenn sie den Namen Rehlin hören, sie haben richtig gehört, Tochter von Maria Schell und Veit Rehlin. Und sie bekommt die goldene Kamera für Das unverhoffte Glück, lief am Heiligen Abend. War der Preis ein unverhofftes Glück oder hast du so im Stillen schon damit gerechnet? Also ich habe ehrlich gedacht, das ist ein Witz. Ich habe gedacht, man macht mit uns einen Witz. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, weil sie hat meine Mutter angerufen. Ich sagte, du, das ist einer von der Familie, der will uns ärgern noch im letzten Jahrestag. Und es stellte sich als wahr heraus. Ist das nicht irre? Hat sie nicht eine Stimme wie Maria Schell? Ich habe das eben nicht geglaubt. Ich habe gedacht, sie hat ihre Mutter mitgebracht.
Marie-Therese, du hast schon gesagt, du kommst aus der Familie Schell, ich hab's gesagt. Und das ist ja eine Familie, da ist ja nun jeder mit dem Theater irgendwie zusammen, Schauspieler, Maximilian Schell, da gibt's, könnte man jetzt 13 oder 14 Namen aufzählen. War das eigentlich immer klar, dass du Schauspielerin wirst? Wären da möglicherweise alle enttäuscht gewesen, wenn du gesagt hättest, nee, ich, was weiß ich, ich werde Bäckerin oder Sekretärin? Nee, du überhaupt nicht, aber erstens mal ist das das Naheliegendste, weil eine Zirkusfamilie, da lernen ja die Kinder auch schon früh reiten. Und zweitens mal habe ich eigentlich erst mal Pantomime werden wollen und dann habe ich Pantomime auch gemacht, aber da hat mir das Wort gefehlt. Du hast mir eben erzählt, das unverhoffte Glück lief ja am Heiligen Abend und du hast es mit der ganzen Familie gesehen. Ja. Heroen des Theaters und des Films, die davor sitzen und sich die kleine Marie-Therese angucken. Und das nicht fürchterlich für dich? Und es wurde gelästert. Das war die Katastrophe. Es wurde gelästert, ich muss sagen, also es war eigentlich unheimlich lustig, weil meine Großmutter schläft ein, mein Vater schimpft und sagt, dass er es besser macht. Meine Mutter findet meistens alles gut, was ich mache, weil ich eben drin bin. Ja, und mein Bruder schaut sich nicht an, mein Onkel, das ist ihm nicht künstlerisch genug. Also es ist sehr lustig, es geht sehr lustig zu bei uns, wenn es Familie im Fernsehen läuft. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe gelesen, ich weiß gar nicht, ob es stimmt, du drehst einen Film mit Grace Jones, ne? Ja, ich drehe einen Film mit Grace Jones, die meine Sklavin spielt. Deine Sklavin? Ja. Darf ich dein Butler sein? Und F. Murray Abraham, der mein Mann oder... Gandhi, werden sich viele daran erinnern. Ja, oder vor allem Amadeus und der Name der Rose. Und die Faye Dunaway als meine Rivalin. Das ist toll. Und Marie-Therese Rehlin. Ja. Ich freue mich, dass du da warst. Wünsche dir morgen einen ganz tollen Tag bei der Goldenen Kamera. Den wirst du haben bei so einem Preis. Und vielen Dank, dass du da warst. Danke. Tschüss. Die Zuschauer in Niedersachsen werden jetzt gedacht haben, mein Gott, wann macht er weiter? Wir haben doch schon drei Richtige. Wir wollen doch wissen, ob wir auch den vierten richtig haben. Wer ist auf Platz 4? Ein Junge, der vor 2 Jahren, glaube ich, mit Slice Me Nice seinen ersten großen Hit hier in Deutschland hatte. Sein neuer heißt Lady of Ice. Platz 4, Fancy. Thank you.
sind Sie Platz 4. Anhand des Interpreten, der sich auf Platz 3 platziert hat, kann ich Ihnen nochmal unsere Spielregeln erklären. Er ist Brite, lebt die meiste Zeit des Jahres in Amerika und singt in Englisch. Aber sein Titel, was viele, glaube ich, gar nicht wissen, stammt aus deutscher Feder. Dazu gleich noch ein paar Sätze mehr. Nun haben wir uns natürlich vorgestellt, er ist heute Abend hier. Wir hatten auch seine Zusage. Und dann, oh Schreck, am vergangenen Freitag plötzlich ein Anruf aus New York. Er kommt nicht weg, ist unabkömmlich, kann am 18. Februar, also heute, leider nicht in Berlin sein. Dann haben wir uns überlegt, was tun. Und wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, dann macht der Berg sich auf den Weg. Und so sind wir nach New York. Was dabei rausgekommen ist, sehen Sie jetzt gleich. Er wird auch noch ein paar Worte dazu sagen. Aber wir bekommen natürlich einen richtigen Auftritt. Hier ist Platz 3. Joe Cocker, Now That You're Gone. Hello, my friends in Germany. And hello to Hit Parade ZDF, right, in Berlin. I'm afraid I can't be with you. So what I've done, I'm here in New York. I've got a few problems. So the song that you've made number 3 in the Hit Parade ZDF chart, I'm going to perform for you now. Danke schön. And I'll see you. Still that little girl who used to talk to me. Just look how far we've come in this world. Where'd you think we'd be? You think the world wakes up and new, and you left it all behind. You hear the music, but you've lost the tune. Oh, melodies are hard to find. In the eyes of the woman I see, you were just a child. Not the one who's walking the street. Not the one who's running wild. You say your life hasn't changed that much. You don't want to know all the love we shared in this world. So long ago. Großer im internationalen Pop- und Rockgeschäft, Joe Cocker, Now That You're Gone. Und das ist der Mann, der den Titel geschrieben hat, Klaus Lage. Herzlich willkommen bei uns.
Klaus, als Schüler wirst du an Woodstock gedacht haben, die Platten gehört haben mit Joe Cocker und wirst gesagt haben, so möchte ich auch mal werden, Mensch, so ein Großer in der Musik. Und heute singt der Junge deinen Titel, das muss doch ein irres Gefühl sein. Ja, das ist mit Sicherheit ein irres Gefühl. Ich habe es mir ja auch nicht erträumt und es ist dann doch passiert. Wir haben einfach die Idee zu einem Song gehabt. Du musst dazu sagen, du hast ihn nicht alleine geschrieben. Der Dieter Dehm, der auch für dich schon viele Erfolge geschrieben hat, der hat ihn mit dir zusammengeschrieben. Ja. Und wir hatten die Idee für diesen Song und haben einfach ein ganz kleines, normales Demo gemacht, nur ein bisschen mit Klavier. Und wir hatten eigentlich auch nur erst eine Strophe gehabt und haben es einfach mal so auf einem kleinen Tonband aufgenommen und haben es ihm einfach gegeben. Er hat sich's angehört und er liebt Klavier, wie er mir später, wie ich ihn kennengelernt habe, gesagt hat. Er liebt unglaublich eben also balladeske Sachen, nur mit Piano gespielt. Und ihm hat das unheimlich gut gefallen und wir waren natürlich sehr froh und sehr stolz darauf. Und und jetzt, was ich immer wieder an ihm bewundere, das habe ich auch schon in der Frank-Elstner-Sendung gesehen, dass er das immer oder sogar zur Bedingung macht, er singt es immer live. Das ist vielleicht manchmal tonqualitätstechnisch nicht so toll, aber ich finde, weil er ist ein Blues-Sänger und der kann gar nicht irgendwie so immer mit dem Mund so genau synchron das mitmachen und das finde ich irgendwie einfach bewundernswert, weil er auch in so einer Atmosphäre sich einfach das rausnimmt, live zu singen. Das finde ich toll. Klaus, den Titel wird es demnächst in Deutsch geben mit der Klaus-Lage-Band und da wird er heißen Nie wieder Kinder. Da werden viele sagen, guck mal, jetzt hängt der Klaus Lage sich dran, macht eine deutsche Version. Die deutsche Version war zuerst, das weiß ich, weil ihr habt sie mir vor Monaten mal im Autoradio vorgespielt. Die wird heißen Nie wieder Kind. Ja, das wird in 14 Tagen, wir waren natürlich auch nicht faul, in 14 Tagen kommt unsere Single auf den Markt und die heißt Nie wieder Kind. Und wir haben natürlich ganz was anderes gemacht. Wir haben es viel schneller gemacht, weil er singt es so langsam, es ist ja fast ein Gospel-Song geworden und so langsam, so gut kann man das gar nicht nochmal hinkriegen. Und wir sind natürlich unheimlich froh, dass das so gelaufen ist. Überhaupt auch mit der Band von ihm haben wir uns auch ganz gut verstanden. Die haben es ja hier in München aufgenommen. Ja. Und das Lied ist Titelsong zum neuen Schimanski-Tatort im Kino. Und da spielst du mit. Wird Klaus Lage jetzt Schauspieler? Du spielst einen Koch, habe ich gelesen. Ja, ich habe auch schon mal neulich. An. Ja, ich habe auch neulich schon mal in so einem Fernsehspiel mitgespielt. Das ist wird natürlich immer ein bisschen mehr aufgebauscht, als was es wirklich ist. Für mich ist es halt ein Gag. Es macht Spaß, einfach mal was völlig anderes zu tun. Ich habe da eine ganz klitzekleine Rolle übernommen, einfach so aus Gag, weil ich halt auch die Musik zu dem Film gemacht habe, um einfach da mal so zu erscheinen als Running Gag. Das ist also nichts jetzt, dass ich da groß Filmschauspieler werden. Klaus, toi 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 für Nie wieder Kind. Ich hoffe, dass wir dich dann spätestens im April hier in der Hitparade haben mit dem Titel. Ich wünsche dir alles Gute. Danke, dass du da bist. Würde mich freuen. Tschüss. Danke. Oh, die Zuschauer in Niedersachsen. Klaus, kannst ruhig durchgehen. Die Zuschauer in Niedersachsen. Ich würde jetzt gern Mäuschen spielen bei denen, die bisher 5 Richtige haben. Denn die wissen, sie können ein Auto gewinnen, wenn sie jetzt die nächsten beiden auch noch richtig haben. Und die werden sich fragen, Clowns und Helden 2 oder Mixed Emotions 2? Oliver Simon und Drafi Deutscher Platz 2 in der Hitparade. Mixed Emotions, You Want Love. We'll be right back.
Zuschauer, unsere neue Nummer 1. Und das ist der Sieger der Februar-Hitparade. Das sind Sie, die Clowns und Helden aus Hamburg. Hallo, herzlichen Glückwunsch. Der gehört euch. Oh, danke schön. Sie waren im Dezember schon mal dabei. Damals war der Titel ganz brandneu. Mittlerweile seit Monaten ein Riesen-Hit in Deutschland. Ich gratuliere euch ganz, ganz herzlich. Carsten, vielleicht stellst du kurz deine Kollegen vor. Ja, das ist hier so der Barney, der macht die ganzen Tasten, die da oben drauf sind. Der tastet, sehr schön gesagt. Das ist Wolfgang, der singt. Naja, er tut so. Und das ist der Jürgen, der spielt Gitarre. Und der Elle, der macht das am Schlagzeug, alles klar. Und was viele nicht wissen, euch gibt es schon sehr lange. Für viele ist das ja ein neuer Name, Clowns und Helden, den jetzt natürlich jeder kennt. Ihr macht schon sehr lange Theater, eine ganz besondere Art von Musiktheater, ne? Und sehr erfolgreich, im Augenblick auch auf Tournee. Ja, wir sind auf Tournee und wir nennen das ja Musikschauspiel. Und ich möchte hier gar nicht so viel erklären, weil... Du willst jetzt Leute hingehen und an der Kasse zahlen. Du, das ist ganz einfach so. Die meisten Leute, die kommen zu mir und sagen zu mir, die es gesehen haben, die sagen zu mir, Mann, jetzt weiß ich, was du meinst. Also bei unseren Konzerten haben wir immer so einen Aha-Effekt. Falls es noch jemanden gibt, der euren Titel nicht kennt, da gibt es vielleicht jetzt den Aha-Effekt, den wollen wir uns nämlich jetzt anhören. Ich darf euch ans Geflügel schicken. Ans Geflügel, ja. Und in aller Ruhe, die Nummer 1 der ersten neuen Hitparade im ZDF, der 210. insgesamt, Clowns und Helden und Ich liebe dich. Ausgerechnet mir muss das passieren. Wir haben 87 und ich, altes Trottelgesicht, hab mich verliebt. Ich sitze hier vor deinem dummen Foto und bemerke immer wieder, wie hübsch du eigentlich bist. Und wenn ich mal hochguck, dann sehe ich den Telefonhörer. Und ich denke mir, ich nehme ihn ab und ruf dich an und sag's dir einfach. Ist doch die einfachste und normalste Sache der Welt. Vorher war ich noch eine Zigarette. Meist rauche ich dann 2 oder 3 Schachteln und halt meine Klappe. Nein, für mich bist du nicht nur hübsch. Du bist mehr für mich. Ich liebe dich. Ich liebe dich.
Platz 1 der Hitparade, Clowns und Helden und Ich liebe dich. Hier nochmal die richtige Reihenfolge. 7, Juliane Werding bei Media Control. 6, Bad Boys Blue. 5, CC Catch. 4, Fancy. 3, Joe Cocker. 2, Mixed Emotion. Und 1, gerade gesehen, Clowns und Helden. Und das ist unser Hauptpreis, den wir jetzt ausziehen werden unter denen in Niedersachsen, die diese Reihenfolge richtig getippt haben. Ein Lancia Y10 Fire. Guckt ihn euch an. Wir werden ihn am liebsten selber behalten. Michael, ich bedanke mich fürs Reinfahren. Schadstoffarm ist er, pflegeleicht ist er, leicht zu fahren, nur wie gesagt, fahren müssen Sie ihn schon selber, jetzt fällt mein Zettel runter. So, kommt ihr nochmal zu mir, die Clowns und Helden, denn ihr sollt Glücksfee spielen, bringt mir auch noch ein Telefon mit, was damit aussieht, das werden wir gleich sehen. Wir müssen uns ein wenig beeilen. Okay. Wolfgang, du ziehst jetzt eine Karte und der Gewinner kriegt nicht das Auto, noch nicht. Nee. Der Gewinner bekommt eine Reise nach Berlin für 2 Personen bezahlt zur nächsten Hitparade. Hau rein. Okay. In unsere Lostrommel. Wird er heute noch fertig? Ja. Wunderbar, herrlich. So, Zettel kommt da rein. Eine Karte. Liest du vor, wer ihn bekommen hat? Birgit Nechner. Birgit? Christoph Lüppen, Friederikenstraße 28, 2940 Wilhelmshaven. Eine Reise nach Berlin für 2 Personen. Herzlichen Glückwunsch und jetzt geht's ums Auto. Carsten. Ich jetzt. Nicht sagen, wer ihn bekommen hat. Du ziehst jetzt Augen zu, nicht reingucken. Mensch, zieht er wieder seine Mutter. Pass auf. Jetzt nehme ich. Nicht einfach. Es ist nicht so einfach, ne? Okay, nimm das Telefon von meinem Auto. Gut, pass auf. Leihst du mir dein Mikrofon, ja, was du meinst? Ich halte deins, ich mal hier beide. Will mal gucken, ob da jetzt vielleicht, bei meinem Glück, erst muss ich den Knopf drücken, dann kriege ich einen Freizeit. Habe ich alles gelernt. Bei meinem Glück wird da jetzt wahrscheinlich ein 12-jähriger Junge dran sein, der eigentlich ein Fahrrad will. Ach nee, das glaube ich nicht. Oder eine Familie, die gerade die Tagesschau guckt. Was ist das denn für eine Nummer? Stimmt das? Das stimmt, ne? Das stimmt, wenn das da draufsteht. So eine Telefonnummer gibt es. Wahnsinn. Ist schon irre. Also das Ganze spielt sich ab in Sur. In Sur? Oder Stur. Ihr kommt doch da oben. Da ist schon mal besetzt. Wir rufen schon die Verwandten an und erzählen allen, dass sie es richtig haben. Haben wir die Zeit, nochmal anzurufen? Ja, ich glaube, wir machen das nochmal ganz schnell. Das wäre toll. So, hältst du nochmal mein Mikrofon? Klar, logisch, ich kann alles. Ich muss das ja auch alles erst lernen. Ja, macht eine Telefonieren ist nicht so einfach. So, pass auf. Jetzt. Jetzt. Freizeichen. Jo, hast es? Jetzt kommt. Jetzt. Null. Ja. Nummer sag ich nicht, sonst wählt jemand schneller. Und jetzt kommt wieder dieser... Also die Hupe geht. Euch fehlt der nötige Ernst für sowas Ernstes. Hab ich jetzt 3 oder 4 mehr? Jetzt, pass auf, jetzt kommt's. Alles klar? Bist du durch? In Stur 2, 2805, hat einer richtig getippt, der gewinnt ein Auto. Wäre doch schön, wenn ihr da wärt. Es klingelt. Es klingelt. Oh, aber ganz entfernt. Mann, jetzt bin ich wahrscheinlich falsch verbunden. Sie haben Auto gewonnen. Ist niemand zu Hause. Du, dem VW ihn selbst. Es klingelt noch. Die freuen sich schon und sagen, was wollen wir mit dem noch reden? Das Auto kriegen wir sowieso, das hat er schon gesagt. Nee, niemand zu Hause. Keine Chance. Das ist aber ärgerlich. Also, wenn Sie zufällig Nicole Reuter kennen in Stur 2805, Stur 2, anrufen. Erzählen Sie ihr, dass sie ein Auto mehr in der Garage hat. Und wir sagen an dieser Stelle, vielleicht seid ihr auch gerade bei Freunden und guckt euch die Sendung da an. Herzlichen Glückwunsch. Das war sie, die erste neue Hitparade im ZDF, die Februarausgabe. Am 18. März gibt's wieder eine. Wir sind gespannt, wer dann dabei ist. Vom 11. bis zum 13. März können die Zuschauer in Niedersachsen und in Hamburg, das kommt jetzt noch dazu, bei unserem Tippspiel mitmachen. Dann gibt's diese Scheine in den Lottoannahmestellen mit den Interpreten, die dann eben am 18. März dabei wären. Und es wäre schön, wenn wir wieder mindestens 250.000 schaffen würden. Ich danke euch, ich danke allen Interpreten, danke Ihnen zu Hause fürs Zugucken. Nicole Reuter, das Auto kommt. Tschüss, bis zum 18. März. Servus. Danke. Tschüss.